So, moin moin. Ich habe noch ein bisschen D&D-Zeugs vor mir. Ich habe jetzt den ganzen Tag irgendwie gefühlt Videos gemacht und ja, jetzt auch irgendwie, ich glaube, alle drei Grundbücher von D&D, Spielerhandbuch, Spielleiterbuch und Monster Manual, habe ich, glaube ich, jeweils eine Stunde gemacht und bin mittlerweile angelangt bei Sandy Petersons Cthulhu-Mythos, deutsche Ausgabe. Ja, mit Zeugs hier, weil es um Crowdfunding-Zeug geht. Ihr wisst ja vielleicht, dass es ein Mythos-Crowdfunding beim Ulysses Verlag gab vor einer guten Weile. Noch bevor es jetzt letztens von DSA Mythos entsprechend was gab, wo sie das alles hier umgemünzt haben auf DSA, am Turin. Ja, und dieses Crowdfunding damals hatte ich mitgemacht und das ist gestern angekommen. Die PDF von diesem Buch hier und dem Zeug, das war schon vorher da. Und ich habe die PDF in ihrem noch nicht ganz fertigen Status auch euch schon mal hiervon gezeigt. Vielleicht hat der eine oder die andere irgendwie davon schon mal was gesehen. Allerdings habe ich jetzt das Zeug gelöscht, weil ich das Ding eh hier als richtiges Buch durchblättere und dann ist das redundant. Also das vorherige Zeug, ne? Eine PDF kann man halt immer nicht ganz zeigen. Das ist das Problem. Der Verlag möchte nicht, dass man das Seite für Seite durchgeht. Bei nicht so guter Qualität, mit nicht so guter Auflösung und so, beim Buch kann man das dann hier vor der Kamera durchblättern. Das ist für die okay. Das war ja damals mal eine Thematik, wo die Leute bei YouTube und so immer nicht genau wussten. Und ja, hat sich ja irgendwann geklärt. Gut. Das ist alles noch komplett eingepackt. Ich habe das gestern wirklich nur einmal aus dem Paket rausgeholt und hingelegt und das war's. Das ganze Crowdfunding-Zeug, keine Ahnung, ob man das noch einsehen kann, irgendwie auf gamesontabletop.com. Aber ihr könnt auf jeden Fall die ganzen Produkte da beim Ulysses Verlag auf der F-Shop-Seite noch sehen. Das könnt ihr auch alles noch kaufen. Wahrscheinlich kann man am Ende sogar das hier noch kaufen als, was weiß ich, Crowdfunding-Pack oder so. Habe ich auf jeden Fall alles noch gar nicht aufgemacht. Aber ich habe schon mal durch die PDF damals gescrollt. Ich habe es ja schließlich auch vorgestellt beim Durchblättern. So. Damals hatte ich allerdings von D&D noch gar keine Ahnung. Mittlerweile ist es so, dass ich von D&D schon ein bisschen Ahnung habe. In Form von, ich habe das Spielleiterhandbuch von der 5. Edition gelesen und mir ein paar Monster angeguckt und ein bisschen im Spielleiterhandbuch rumgeblättert. Ja, und wir wollen jetzt eben demnächst auch anfangen zu spielen. Baue da gerade so ein bisschen so ein Setting. Und ja, in ein paar Tagen ist es dann wohl soweit. Da bin ich dann mal da der Spielleiter und kann mal gucken, wie das alles so läuft. Gefallen tut es uns auf jeden Fall. Charaktere sind erstellt, alles ist cool. Nur die Cthulhu-Mythos-Sachen, die baue ich erstmal nicht ein. Weil ich will erstmal einfach D&D normal Fantasy-mäßig spielen und das kann man dann ja immer noch machen. Und wie ich ja festgestellt habe, kann man das bei D&D eigentlich sogar on the fly machen fast, ne? Weil, also ganz ehrlich, wenn bei der Klasse Hexenmeister als ja, großer Beschutzherr, ich weiß gar nicht mehr, wie das da genannt war, man muss sich da ja irgendwie so einen Patron irgendwie suchen. Und wenn da schon großer Alter oder so genannt ist, und da dann sogar Cthulhu, der große Cthulhu, als Beispiel genannt ist. Na, sonst ist D&D ja schon so, dass sie nicht ständig davon Cthulhu reden, aber das wird durchaus sogar mal genannt. Und es gibt ja auch diese komischen fremden Sphären, Welten, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie der Name dazu war. Dieses, was über das Multiversum, also jenseits des Multiversums ist. Und das ist total geil, weil man kann bei D&D sagen, ja. Das ist nämlich die eigentliche Wahrheit und das ganze komisch andere Zeug ist nicht so richtig das Wahre. Ja, und jetzt werdet ihr ständig hier damit konfrontiert.
Könnt ihr übrigens auch einen tollen Einblick mal bekommen. Der Ulysses Verlag hat damals, als Crowdfunding lief, zwei Let's Plays gemacht. Da könnt ihr das auch geil euch mal angucken, wie das so laufen kann. Ja. Ja, das ist das. Ich habe damals mir gedacht, okay, an D&D komme ich nicht mehr dran vorbei. Ich muss einfach D&D mir mal irgendwie zulegen. Ich werde demnächst ein bisschen Geld wieder haben, dann mache ich das doch mal. Und den Start da rein wollte ich mir eben mit diesem Buch hier legen. Und dann natürlich die Crowdfunding-Sachen so ein bisschen abgreifen, ne? Ohne jetzt das riesige Bäcker-Level zu haben. Ja, um dann eben, ich sag mal, gezwungen zu sein, mir dann aber auch D&D 5 zu holen, weil ich ja dann ja dieses Buch schon habe. Ja, und die Rechnung ist aufgegangen. Nur eben, dass das Zeug wesentlich später jetzt, beziehungsweise ungefähr einen Monat später gekommen ist, als ich mir die D&D-Sachen überhaupt zugelegt habe. Ja. Auf jeden Fall trotzdem gutes Timing. Ich fange demnächst das Spielleiterbuch an zu lesen, baue mein Setting weiter aus und wir fangen dann, wie gesagt, demnächst an. Jo. Ansonsten Cthulhu-Zeugs, also Cthulhu-Mythos-Zeug, Lovecraft und so, da wusste ich früher auch nichts von, bin aber dann jetzt mittlerweile zum großen Fan geworden, auch wenn ich noch nicht so viele Geschichten von ihm gelesen habe. Aber ich habe alles mögliche Zeugs von dem ja, von der 7. Edition von Cthulhu vom Pegasus Verlag in meinem Regal stehen und ultra viele PDFs, die ich ja auch manchmal zu Print-on-Demand-Büchern mache, die ich dann hier manchmal zeige. Gut. Aber nach 7 Minuten Vorgeplänkel kann man, glaube ich, so langsam mal hiermit anfangen. Ist alles noch eingeschweißt, also das ist jetzt hier das Crowdfunding-Video, ne? Also ich gucke mir das hier nur oberflächlich an und das Ding hier durchblättern, das wird ein extra Video. Also das Buch mache ich jetzt noch nicht auf, aber wer will, kann hier auch nochmal den Klappentext lesen. So. Und das Buch hat ja irgendwie 500 Seiten oder so. Ne? Normalerweise kostet das Buch 60 Euro, ist aber auch eben ein Klopper. So, und beim Crowdfunding benutzt Ulysses ja mittlerweile immer so schön diese ganz, ganz großen Klemmbeutel, weil da immer so schön diese ganzen Materialien reinpassen. Ich weiß nicht, wie sie das da reingekriegt haben und warum das nicht beschädigt wurde. Einfach, ja gut, man kann es ein bisschen halten, sag ich mal, biegen. So. Gut. Mal gucken, was hier so dabei ist. Also wir haben natürlich ein Lesezeichen. Ihnen ist ja immer wichtig, dass Sie da auch noch Nutzen drauf machen. Das ist ja hier der Mythos Ghoul. Denn man kann ja Ghule auch spielen als Rasse. Und der Mythos Ghoul ist dann das normale Monster, dem man begegnen kann. Ein paar von denen sind dann anscheinend auch mal so, dass man sie, also ja, was heißt ein paar, also man kann sie halt spielen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie, ich sag mal, die ganzen Werte von Elfen, Drow und so weiter, ne? Und dann gibt es aber die Drow nochmal extra im Monster Manual. Oder Echsenmenschen gibt es im Monster Manual und Goblins. Und dann kann man sie aber in einem Erweiterungsbuch, Volos Almanach der Monster, glaube ich, kann man sie dann aber auch irgendwie dadurch, ja, spielbar machen. So, was ist das denn jetzt hier alles? Mythos-Zauber. Okay. Das ist erstmal so ein allgemeines Zeug. Ist das jetzt dasselbe, wenn du einen Zauber Zeit? Ich glaube, das ist auf beiden Seiten dasselbe hier. Einfach zum Mythos zaubern ein Übersichtsblatt. Und das ist, ja, für jeden Spieler wahrscheinlich, ne? Also, okay, ja, gibt es dann anscheinend zweimal das Ding hier. Und dann die schöne, der schöne Furcht-Tracker. Furcht und Geistesgestörtheit. Ich war ja überhaupt überrascht, dass es bei
D&D 5 da irgendwie so Wahnsinnsregeln noch gibt im Spielleiterhandbuch. Aber naja, die kann man natürlich gut nehmen und vielleicht noch etwas erweitern und dann hat man hier solche Sachen. Ja. Okay. Das ist auf beiden Seiten wieder gleich, ne? Nee, doch, ja. Auf beiden Seiten gleich. Gut. Was haben sie noch? Ausrüstung und Bücher. Okay, ein Text erforschen, Risiken der Mythosforschung, Abenteuerausrüstung. Okay, so ein bisschen Ausrüstungszeug. Ist aber auch auf beiden Seiten dasselbe. Okay. Das sieht ziemlich cool aus. Ich weiß gar nicht, was das jetzt mythosmäßig eigentlich genau ist. Feuervampir? Nee. Auf beiden Seiten gleich. Aber da kann man sich einen schönen Rahmen holen und das sich an die Wand hängen. Schöne, schöne Sache. Oh, und dann haben sie hier noch ein Poster. Ein Poster von... Achso, falsch rum. Achso, ist das... Was ist das? Ein Schogot oder so? Ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Und dann auf der Rückseite auch nochmal was. Sehr schön. Werde ich vielleicht dann auch schon mal an die Wand hängen können. Dann haben sie hier noch... ich weiß auch schon gar nicht mehr, was das für ein Vieh ist. Ich vergesse das alles, obwohl ich die alle mir mal durchgelesen habe damals. Na, jetzt wackelt hier wieder alles. Und das Frontcover nochmal schön. So. Ich glaube, das hier sind zu dem Abenteuer, das man da bekommen hat. Wie heißt das? Stille über Sommerrisk oder so? Da gibt es die Handouts hier nochmal als ausgedrucktes Ding. Das Ding auf der, nicht auf der Schwelle, sondern auf der Straße. Gibt ja auch so eine Lovecraft-Geschichte. Und die Bühne an der Südstraße gibt es hier noch. Okay. Dann haben wir hier noch D3, der Wachturm der falschen Büttelin. Gut. Ach ja, sie messen ja immer in 1,5 Meter, weil das diese Nahkampfreichweite ist bei D&D. Was haben wir hier? Die Fleischweberspirale. Auch schön. So, oh, noch ein Bild für die Wand. Ist das, müsste wieder der große Cthulhu sein, ne? Ne, Moment, ist das ein... Oh, schön. Ja, auf beiden Seiten gleich. Dann haben wir hier noch, bin mir nicht sicher, wer das jetzt ist. Irgendeine Mythos-Gottheit wahrscheinlich. Rückseite wieder gleich. Und dann haben wir nochmal das Furchtbarometer in groß. Ein bisschen dicker diesmal. Kann man nicht aufmachen. Auf der Rückseite ist da diesmal nichts drauf. Das wirkt, als wäre man... Nee, kann man nicht. Okay. Ja. Ja, okay, sehr schön. Das sind die Crowdfunding-Sachen gewesen. Und man hat dann eben auch noch ein bisschen Zeugs bekommen. Ja gut, ich kann ja mal einmal aufmachen hier, ne? So, die Folie ist ab. Einmal im Groben kann man das Buch ja hier nochmal zeigen, ne? Also... Da habt ihr dann halt Inhaltsverzeichnis, kann man ja mal zeigen, dieses übliche, wie man das Buch verwendet, spielbare Rassen des Mythos, weil es hier eben neue Sachen gibt, Optionen für Spielercharaktere, Geistesgestörtheit, Furcht, Magie, Mythos, Mythos, Gegenstände und Texte und noch was zu Kulten. Geht aber noch ordentlich weiter hier. Große Alte, äußere Götter und andere, da kriegt ihr sau viel an die Hand. Und noch im Kapitel 9 Monster des Mythos. Das ist auch nochmal sau viel. Dann der Index und Monster nach Herausforderungsgrad geordnet. Und Gegenstände, Artefakte. Ja, und wie üblich, ne, mit tollen großen Bildern auf Seiten, auf ganzen Seiten, fetten Kästen, die alle möglichen
Dinge hier abbilden, weil das sind ja oft Mythos, also Mythoswesen haben was Spezielles oft und Götter und so natürlich erst recht und dann brauchst du natürlich sau viel Zeugs. Ja, also das ist einfach mega. Ja, unten wird dann auch immer hier angezeigt, in welchem Kapitel man sich befindet. Ja, und das Format ist auch wieder, so wie ich das sehe, dieses Letterformat oder wie man sagt, also dieses amerikanische, wie die anderen D&D-Bücher auf jeden Fall auch, das wird sich einpassen mit den anderen Büchern. Ja, und ich habe gerade auch noch mal geguckt. Also die PDFs, die man dann bekommen hat, sind halt, ja, dieses ganze Crowdfunding-Zeug natürlich hier, das hat man als PDF im Prinzip alles auch bekommen. Sogar das Lesezeichen habt ihr als PDF bekommen. Und dazu dieses Abenteuer, Stille über Sommerrisk oder wie das heißt. Die ganzen Pläne hier dazu, die hat man auch nochmal als PDF gekriegt. Und die ganzen Kartensets hat man auch als PDF bekommen. Zwei Monster-Kartensets gab es, noch ein extra große alte, also große Götter, alte, ne, die ganzen heftigen Viecher, nochmal als Kartenset, was auch größere Karten sind als die normalen Karten. Und Zaubersprüche gab es auch nochmal als Kartenset, das ist auch als PDF, also wie viel Sinn das macht, ist die andere Frage, aber man hat es auf jeden Fall alles bekommen. Ja. Und ich glaube, sonst war nichts. Ich guck mal kurz. Genau. Das war das dann alles gewesen. Jo, dann werde ich jetzt hier diesen ganzen Kram mal wieder irgendwie ordnen und versuchen, in dieses Ding da zu stecken. Ja, und dann ja, war das einmal kurz dieser Überblick über das Crowdfunding-Zeug. Auf irgendwelchen höheren Leveln. Ich weiß gar nicht mehr, was es da für coolere Sachen gab. Also auf jeden Fall konnte man sich Sachen noch dazu kaufen, ne? Also gewisse PDF-Sachen, das Abenteuer oder so, die Kartensets, einfach als Printding kaufen. Aber ja, war mir jetzt alles nicht so wichtig. Das Abenteuer ist jetzt auch nicht so lang, dass ich da nicht was ausdrucken kann, notfalls. Und ich wusste eh nicht, ob ich mal D&D so entsprechend spiele. Gut, das erstmal dazu und dann, ja, gehen wir gleich nochmal ein bisschen das Buch durch. Gut, dann mach's gut und bis dann.